weiss auch noch, beim Leo, den letzten Monat, ich war einfach so eine Kugel. Gefühlt, da läufst du wie so einen Pingu. Ich glaube, das finde ich nicht so schlimm, weil ich den Pingu nicht muss machen. Sarah, du bist langsam aber sicher im Schwangerschaftsendspurt. Wie geht's dir? Gut, okay. Sicher eine anspruchsvollere Schwangerschaft wie beim Leo. Aber es geht mir gut und ich freue mich unglaublich, wenn der kleine Knopf dann endlich zu uns stößt. Also eigentlich ist er ja wie schon da, aber doch noch nicht ganz. Du bist jetzt im dritten Trimester schon. Hast du jetzt gerade angetönt, ein bisschen anders wie beim Leo. Was ist anders? Ja, also ich glaube allgemein die zweite Schwangerschaft ist anspruchsvoller, wenn man noch ein kleines Kind nebendran hat. Zudem habe ich ja vor 2 Jahren, als ich den Leo bekommen habe, noch die Agentur gegründet. Das heisst, ich habe jetzt auch arbeitstechnisch viel mehr los wie dortzmal. Das heisst, es ist so ein bisschen Belastung vom Arbeiten plus Kind plus halt einfach die Schwangerschaft. Und die Schwangerschaft ist leider nicht ganz ohne Komplikationen. Also ich habe ein paar Schwierigkeiten. Bei mir ist Plazenta Previa Totalis, das klingt so. Ja, wirklich. Diagnostiziert wurde, ist eigentlich einfach gesagt, dass meine Plazenta einfach ganz unten hockt und den Ausgang versperrt. Und normalerweise ist ja Plazenta oben. Und je grösser das Baby wird, je mehr Druck auf dieser Plazenta. Und Plazenta ernährt ja das Baby mit Sauerstoff. Und ja, wenn dort irgendetwas passiert, dann müssen wir sehr, sehr schnell handeln. Ich muss jetzt halt ein bisschen ruhiger sein, mehr liegen, nicht mehr viel stehen, nicht mehr viel laufen und in der Nähe vom Spital sein. Mhm. Und wann und wie habt ihr das gemerkt, dass die Plazenta falsch liegt? Eigentlich relativ früh, ich glaube schon 22. Woche, 20. Woche, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Dort haben wir dann noch die Hoffnung gehabt, dass es ein bisschen aufrutscht, aber dem ist nicht so gewesen. Im Gegenteil, es ist wirklich noch weiter, also weiter unten kann es nicht mehr sein. Und ich glaube, es hat auch so einen Moment gebraucht. Das war so ein Prozess, gewesen, wo es mir auch psychisch nicht ganz so gut gegangen ist, wo ich so ein bisschen mit mir zu kämpfen hatte. Mhm. Wir haben dann auch angefangen zu googeln, gell, das wollen wir nicht machen. Und wenn wir dann halt angefangen zu lesen, was andere Frauen erlebt haben, dachte ich so, das ist bei mir passiert, oder? Ja, da kommt man schon ein bisschen Angst über. Und ich glaube, je mehr Wochen vergönnt, je besser, weil ich auch weiss, das Baby ist weiter und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas passiert, ist einfach immer geringer natürlich. Und haben wir aufgrund von dem noch weitere Tests müssen machen oder ist wie klar gewesen, hey, nein, sonst ist alles gut, dem Baby geht's gut? Wir haben jetzt nicht spezifisch noch weitere Tests gemacht. Sie schauen natürlich immer das Baby an. Baby geht's wunderbar. Was wir jetzt aber werden machen, ist, dass wir nur noch im Spital die letzten Untersuchungen werden machen, wo ich dann auch operiert werde, weil wir müssen das Kind früher holen, sowieso. Mhm. 3 Wochen vorher werden wir es holen. Und per Kaiserschnitt? Ja, geht gar nicht natürlich. Hättest du gern natürlich geboren? Es war eigentlich beim Leo schon dein Wunsch gewesen. Ja. Oder ist es jetzt vielleicht auch gerade okay, so kommt dir das noch gelegen, dass die Schwangerschaft ein bisschen verkürzt ist? Beim Leo, also ja, bei der ersten Schwangerschaft ist immer mein grösster Wunsch war natürlich gebären. Ich habe mich auch voll auf das eingestellt. Ist dann nicht so gekommen. Und jetzt bei der zweiten Schwangerschaft bin ich so ein bisschen hin und her gewesen. Soll ich überhaupt? Soll ich nicht? Ich habe jetzt ja wie schon mal einen Kaiserschnitt gehabt. Die Narben ist auch schon da irgendwie. Ja, ich glaube, durch das, dass ich halt wirklich müder bin und weniger mag, bin ich auch froh, wenn das Kind einfach dann da ist. Mhm. Ja. Ich glaube, so die letzten, ich weiss auch noch beim Leo, den letzten Monat, ich war einfach so eine Kugel. Gefühlt, läufst du wie so ein Pingu und magst irgendwann nicht mehr. Ich glaube, das finde ich nicht so schlimm, weil ich den Pingu nicht muss machen. Bist du denn nicht eine von diesen Frauen, die mega gerne schwanger ist? Ich liebe meinen Körper, ich mache mega gerne Sport, ich bin sehr gerne aktiv. Und wenn mir das halt so ein Stück genommen wird, dann ja, ist es zum Teil schon auch schwierig. Veränderungen akzeptieren im Körper, dass vielleicht halt jetzt der Po nicht mehr gleich straff ist wie vorher oder irgendwie auf dem Bauch halt ein Hörli wachsen, wo sonst nicht dort sind. Und ja, ich sage nicht, dass ich das irgendwie wüst finde. Das würde ich nie sagen, weil es gehört dazu. Und ich finde es faszinierend, wie der Körper sich entwickelt. Aber es ist trotzdem jedes Mal wieder auch
Selbstliebe, die du finden für dich. Ja. Und sagen, okay, es verändert sich etwas und es ist okay. Und was bist du denn für eine Schwangere? Ja, ich glaube, durch das, dass ich halt wie auch so ein bisschen die Phase hatte, in der ich mich jetzt mit dem haben arrangieren musste, dass es halt nicht ganz gleich läuft wie bei der ersten Schwangerschaft, hatte ich zum Teil schon auch so ein bisschen Tiefs, wo ich vielleicht einfach mal nicht so gut drauf war. Mhm. Und dann mal meine Liebsten, mal meine Mami angeschnauzt oder mal den Lorenzo angeschnauzt. Ich glaube, das gehört auch dazu. Und ansonsten bin ich sicher jemand, wo man muss ruhig stellen. Also es ist so ein bisschen, jetzt liegst du an. Also der Lorenzo ist eine riesige Hilfe. Er kommt wirklich heim. Und wenn ich rumlaufe, sagt er, du hast jetzt gar nicht, du musst anliegen. Du musst, sie haben jetzt gesagt, du musst ruhen und so. Also er lässt mich wirklich nichts machen. Und ich wäre gerne die, die abhacken würde. Ja. Also wenn ich sitze, dann geht es mir wunderbar. Ich kann wirklich auch ein paar Stunden sitzen. Es tut mir nicht weh. Aber wenn ich halt lang stehe, ich sage mal, ich jetzt eine Stunde, eine halbe Stunde, Stunde stehe, dann merke ich schon so, langsam sitzen. Also hast du einen Schmerz oder wie einen Druck? Oder? Ja, es zieht dann so ein bisschen runter. Wie geht das mit dem Leo? Er ist jetzt zwei, also so ein richtiger Wirbelwind. Ja, er merkt die Veränderung. Ja. Definitiv. So zwei, drei Wochen ist es plötzlich schwierig geworden, ihn abzugeben. Das ist noch spannend, weil er hat vorher nie Mühe gehabt. Und jetzt im Moment ist es wirklich eher ein Drama. Er will nicht gehen und sagt, nein, Kita, Mami, 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 Mami sie oder Papi. Oder also du merkst, er ist viel anhänglicher. Ich glaube, er nimmt die Veränderung wahr. Mhm. Er merkt auch, dass ich nicht mehr gleich herumrennen kann oder spielen mit ihm. Ja. Und sucht mich auch extrem nahe. Aber freut sich der Leo? Also hast du das Gefühl, er versteht es schon? Ja, ich glaube schon. Also wenn ich ihn frage, wo ist das Baby, dann kommt er zum Bauch. Und wenn ich ihm sage, ist ein Baby auch ein Kuss? Und sagt er, ja. Und dann gibt er ein Küsschen auf den Bauch. Nee. Also es ist herzig. Oder wenn irgendwo ein Baby sieht auf der Straße, sagt er auch, Baby, Baby Mami. Jetzt sind ihr beide, oder Lorenzo und du, sehr eingespannt, auch in euren Jobs. Du hast vorher jetzt auch schon ein bisschen angesprochen. Wie viel kannst du im Moment noch arbeiten? Ja, also ich bin krank geschrieben. Ich sollte wirklich jetzt auch zurückschrauben, mache ich auch wirklich. Ich habe jetzt im letzten Monat alles übergeben, was ich konnte übergeben. Wir haben jetzt auch neue Leute noch eingestellt, die in dieser Zeit mich, wenn das Kind da ist, möchte ich auch wirklich bewusst mir die Zeit nehmen. Das bin ich froh, habe ich das alles abgeben und jetzt kann ich mich ein bisschen mehr zurücklehnen. Ich werde wahrscheinlich nicht klassisch die vier Monate Mutterschaftsferienurlaub machen. Wo immer so tönt, als wäre Ferien. Genau. Aber ich habe mir schon vorgenommen, drei Monate, zweieinhalb bis drei Monate wirklich voll mir Zeit zu nehmen für das Kind und da zu sein. Und ja, nachher, wie willst du wieder einsteigen mit was für einem Pensum? Das Ziel wäre 60%, also dass ich zwei Tage zu Hause bin. Dann ist ein Tag meine Mami, zwei Tage ich, ein Tag der Lorenzo, der hat am Freitag Papi-Tag und dann wäre ein Tag Kita. Also ich würde das Kind, das Baby dann nicht so früh Kita geben, es wäre dann vorübergehend, würde man wahrscheinlich eine Nanny nehmen. Jetzt hast du ja als berufstätiges Mami immer wieder so ein bisschen wirst konfrontiert mit Mom-Shaming, mit Frauen, die dir schreiben, ach komm, du schaffst ja so viel, du wirst ja nicht mal die ersten Schritte vor deinem Kind sehen, etc. Was macht das mit dir oder was machen so Kommentare mit dir? Ganz am Anfang haben so Kommentare mich wirklich auch verletzt. Ja, also bin ich einmal so auch unsicher geworden. Habe mich dann selber auch hinterfragt, stimmt es nicht? Und je länger, je mehr ich in dieser Mutterrolle aufgegangen bin und ich gemerkt habe, wie gut es zwischen mir und dem Leo auch funktioniert. Und ja, habe ich die Bedenken weggelegt, weil ich weiss, für uns stimmt es so, wie wir es machen. Und ich werde mich auch weiterhin einsetzen für das Thema, dass man da einfach tolerant ist gegenüber anderen Müttern und einfach auch offen ist für andere Familienkonstrukte und einfach nicht wertet. Ich tue an dieser Stelle, wenn du gerade schon sagst, Fabette, gerne noch ein Tabuthema ansprechen. Ja. Sex während der Schwangerschaft. Mhm. Findest du, das müssen wir enttabuisieren? Ich habe das bei der letzten Schwangerschaft enttabuisiert und alle sind so ein bisschen also ich meine, sorry, wie ist das Kind auf die Welt gekommen? Also es ist gezeugt worden. Ja, also
Also es ist ein Thema, das einfach so menschlich ist. Also ich glaube, allgemein in der Schwangerschaft gibt es einfach so viele Themen, die mega tabu sind, die gar nicht müssten tabu sein. Mhm. Auch, dass man halt eine Woche später immer noch einen Bauch hat, als wäre man irgendwie im vierten, fünften Monat. Dass das völlig normal ist. Auch ich hatte irgendwie 3 Wochen nach der Schwangerschaft noch so ein Bäuchchen und habe mich auch nicht 100% wohl gefühlt drin. Es ist aber auch okay. Wäre so ein drittes Kind noch ein Thema? Nein. Oder ist jetzt die Familienplanung abgeschlossen? Ist glaube ich, abgeschlossen. Also, ja, ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich habe eigentlich schon immer den Wunsch, 2 Kinder zu haben. 2 Kinder, das passt. Finito. Finito, fertig. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute für den Schwangerschaftsendspurt und dann natürlich auch für die Geburt. Mega schön bist du da gewesen. Danke vielmals, dass ich hier da sein. Und wer noch mehr möchte von Sarah erfahren, kann das jetzt. Der kann nämlich unser ganzes Gespräch in voller Länge jetzt neu auch als Podcast hören. Und zwar auf allen gängigen Streaming-Plattformen.